So, wir gehen in die zweite Runde der Road Entry Club UK Cup. Ich habe hier mal ein bisschen nach oben gestellt, weil komischerweise, wenn ich hier das umstelle, dann bleiben die 10 Minuten drin. Aber es kann sein, dass wir vielleicht am Ende des Rennen, sag ich mal, mehr Runden haben. Wir schauen da mal rein, weil die 2 Runden waren ein bisschen wenig. So, Donington Park National. Da war ich auch noch nie, glaub. Eine neue Strecke. So, wir haben einmal Nebel. Und wie man es hier unten sieht, ich habe es mal endlich auf km/h umgestellt. Und hier drin, warum fahren wir eigentlich links rum raus? Ja, hier drin ist MPA, weil halt die Karre wohl auch halt aus England kommt. So, okay. Ich habe das Gefühl, dass wir die Strecke rückwärts fahren. Weil sonst fahren wir aus der Boxengasse ja mal rechts raus. Jetzt einmal links. Schon etwas komisch. So, oh, Moment. Schon mal ein bisschen zu schnell, aber wir sind ja, sag mal, ja, er ist erstmal auf der Strecke, muss erstmal ein bisschen schauen, wie das so ist. So, wir sollten auch nicht hier rausfahren. So, einmal gebremst, hier rüber. Einmal in den Berg nach oben, da muss er ein bisschen sich anstrengen hier, der Caterham. Aber er beschleunigt schon noch. So, ich habe jetzt auch mal hier so einen Turn-Indicator reingemacht. Der zeigt mir, ja, wie ihr jetzt auch gesehen habt, so eine Kurve an, so orange. Was heißt das? Heißt das, dass die Kurve eng war oder halt, dass ich halt wegen der Geschwindigkeit, sage ich mal, weil hier zeigt er komischerweise nichts an. Das heißt, solange nichts anzeigt, ist, glaube ich, alles gut, oder? Dann könnte ich vielleicht auch unten die Pfeile wegmachen. Dann müsste ich mal testen alles. Bin noch ein bisschen am Einstellen und Rumprobieren. So, hier bremsen. Ja, aber guck mal, hier gehen die Pfeile wieder gelb und grün. Deshalb kommt der Turn Indicator vielleicht auch nicht. So, der eine fährt jetzt wieder hier in die Boxengasse rein. Der hat doch gar keine Runde gemacht. Also will er vielleicht bei der Karre noch was umstellen. Für uns heißt es erstmal, es gilt diese Runde. Guck mal, jetzt hätte ich wieder orange. Wieso? Hm. Ich weiß es nicht. Wieso zeigt er mir manche Kurven an, aber manche auch wiederum nicht? Welche hätte mir vorher angezeigt? Sogar die da, oder? Oder war es eine andere? Nee, es war, glaube ich, die. Jetzt habe ich hier, war ich vielleicht nicht so schnell, auf die Kurve zugefahren? Oder war jetzt hier die nächste rechts, hat er mir angezeigt? Ne, die hat er angezeigt. Wieso zeigt er mir jetzt 2, 3 Kurven an, aber den Rest nicht? Oder fahre ich da wirklich zu schnell drauf zu? Kann ich mal nachher probieren. Kann ich mal einfach mit Vollgas auf eine Kurve fahren und dann mal schauen, ob er mir was anzeigt. Aber erstmal sollte ich eine Zeit aufstellen. Ich habe auch mal den Reifenverschleiß und den Tankverschleiß. Ich sag schon wieder Tankverschleiß. Den Benzinverbrauch auch auf real umgestellt. Der war auf, ich glaube, auf niedrig eingestellt. Aber jetzt sieht man hier, wie der Tank auch ein bisschen. Oder wie das Auto auch mehr verbraucht. Das heißt, wir müssen. Ja, in den. Achso, wir sind noch gar nicht über die Zielgerade. Oder über die Linie. Wir müssten auch demnächst wieder tanken gehen. Ist natürlich auch noch so eine Sache. Wir haben eh wenig getankt. So, natürlich hinter uns ist der, wo jetzt auf der Pole Position gerade ist. Der war noch ein bisschen besser unterwegs. Okay, na dann. Ja, aber ich habe ja auch ein bisschen spät gebremst, der ist. Aber, ja, wir holen ein bisschen auf. Ist doch auch ganz gut. Was haben wir hier? 6,67. Hier, der hat. Wow. 46. Und der 3. Der Platz 3 ist auch ganz schön nah dran. Das ist eine ganz schön enge Kiste. Guck mal, hier zeigt das mir schon von vornherein an. Aber warum nur die Kurve? Und die andere? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Der Sinn des Turn Indicators. Könnt ihr mir gerne mal erklären, was das soll? Was das bringt.
Wieso zeigt er mir nur ein, zwei Kurven an von 10? Das finde ich dann doch ein bisschen seltsam. So, oh, eine Sekunde. Okay. Sieht ganz gut aus, aber der hinter uns ist eigentlich auch relativ gleich geblieben. So, und ich würde sagen, ja, noch eine Runde und dann geht der Sprit leer. So, neue beste Runde. Ja, ich glaube auch schon drüber. Und wir sind immer noch Platz 1. Sehr gut. Und der ist ein grüner Punkt, das heißt, er ist auf Platz 2. 1,8 Sekunden. Also wieso? So schlecht. Oder ist das halt jetzt gerade aktuell, der Abstand? Ich glaube, das ist aktuell. Ah, okay, das war ein Off-Track. Das heißt, ich könnte eigentlich einfach mal zu der Box springen. Können wir hier ein bisschen schauen. Kann ich nicht jetzt ein bisschen vorspulen? Das wäre geil. Hier, mal zwei. Ah, hier kommen wir. Zack, zack, zack. Erste noch. Dass wir vielleicht auch nur eine Runde düsen können. Ah, Ja, wir müssen jetzt zwei Runden noch fahren, gell? Ja, egal. Das schaffen wir noch im Rennen. Und dann bin ich Platz 14, Alter. Wieso gehen die alle so ab noch am Ende? Das verstehe ich echt nicht. Wird wieder so ein Kampf. Aber so bleibt es natürlich auch spannend. Medium bewölkt. Medium bewölkt. Das hört sich an wie beim Fleisch. Wie möchten Sie gerne Ihr Fleisch? Medium. Bewölkt. Mit einer Wolke. Einer Fuzzi-Wolke. Nur 2,6. Okay, aber wieder nur zwei Runden. 2,6 Sprit im Liter, Benzin, Dinger. Ja, alles verdreht. Egal. Alter, der jumpt hier rum. Macht hier einmal Jump-Style. So, wir haben schon hier... Oh! Ja, genau. Fahr rein, Alter. Verpiss dich. Mies, Mann. Jetzt habe ich so schön aufgeholt und jetzt habe ich wieder zwei Plätze verloren. Weil der so beknackt in mich reinfährt und mich ausbremst. Und ich wollte eigentlich ja noch hier ein bisschen aufholen, wegen der Tabelle. Mein Platz 8 ist ja jetzt noch okay. Aber es sollten noch ein paar Plätze mehr werden. Und so ein Podiumsplätzchen wäre schon nice. Aber da müsste ich halt schon fast... Platz 1 sein, damit ich überhaupt aufs Podium komme insgesamt dann noch. Ich meine, ich bin jetzt ja, glaube ich, auf der Tabelle Platz 8. Da sollte dann schon noch ein bisschen was gehen. Aber ich denke, auf der Strecke werde ich vielleicht noch, wenn überhaupt, 2, 3 überholen mehr, denke ich, jetzt kommt nicht mehr bei rüber raus. Aber mal schauen. Vielleicht macht er vorne einen schönen Unfall, nimmt noch ein paar Leute mit. Aber, ja, ich glaube, ich träume halt wieder zu viel. Immer diese Träumerei. Ja, nicht groß aufgeholt. Vor allem am Arsch klebt mir auch einer. Das könnte noch interessant werden. So, hier ein Hütchen oder so. Geh weg! War ein bisschen kacke. Hier müssen wir halt aufpassen. Hier kann man nicht so groß crashen, weil die Reifen hier so weit außen sind. Einmal hier durchs Gelände. Da kann man sich so schnell verhaken. Das ist halt das Miese. Deshalb sollten wir gar nicht so viel auf Kontakt fahren. Wie war das mit Kontakt? Egal, ab überholt. So, komm, den kriegen wir noch. Ja, sehr schön. Den anderen? Ja, den kriegen wir, glaube ich. Oh, obwohl. Wir kommen nah ran. Komm. Wir sind noch zentert, aber. Ja, hier, jetzt kriegen wir ihn. So, einmal ein bisschen hier. Oh. Hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Komm, hey, Alter, wir sind hier innen und da außen. Ja, komm, fahr durch die Wiese. Jetzt wird's noch spannend. Komm, Platz 3. Schneller! Schneller, du Sau! So, ein bisschen von der Bremse runter. Jetzt hier. Ah, perfekt.
So mag ich dich in meinem Rückspiegel. Puh. Schönes Rennen. Richtig nice. Wobei das am Anfang auch ein bisschen mies war. Der, wo in mich reingefahren ist. Aber ja, ist noch ein bisschen Abstand zum Platz 2er. Ich weiß nicht, ob das mir jetzt so viel Zeit gekostet hat, aber doch richtig schön. So, und insgesamt hier einmal Platz 3, 15 Punkte. Sehr schön in der insgesamten Tabelle. Oh, wir haben nicht mal hier die beste Runde gemacht. Einmal hier das Treppchen Bronze. So, wir sind hochgeschossen. Ja, geschossen jetzt nicht so ganz. Platz 6 von Platz 8 waren wir. Platz 8 gibt es gar nicht mehr. Okay. Ja. Ja, da vorne, vierter, fünfter, beide 18 Punkte. Das heißt, die können wir ziemlich schnell überholen und dann wären wir nahe am Treppchen dran. Aber boah, der hat auch schon 31 Punkte. Das wird noch spannend.